So, wir kommen zur nächsten Teilaufgabe und zwar lautet die wie folgt: Ermitteln Sie den Innenwinkel des Parallelogramms im Punkt A. Das heißt, was die von uns wissen wollen, ist gerade dieser Winkel hier, den wir jetzt einfach mal mit Phi bezeichnen. Und zwar ist das der Winkel, der von unseren Vektoren AD und AB eingeschlossen wird. Das heißt, wir nehmen hier einmal den Vektor, der den Punkt A mit dem Punkt D verbindet, nennen den AD, und den Vektor, der den Punkt A mit dem Punkt B verbindet, nennen den AB, und die beide schließen zusammen eben gerade den gesuchten Winkel Phi ein. Und jetzt kennen wir hoffentlich alle das Skalarprodukt, und zwar berechnet sich das Skalarprodukt wie folgt: Wenn wir den Vektor AB im Skalarprodukt mit dem Vektor AD nehmen, ist das gerade das gleiche wie der Betrag vom Vektor AB mal den Betrag vom Vektor AD mal den Kosinus aus dem Winkel, den beide Vektoren da einschließen. Und ja, mit dieser Gleichung können wir jetzt eben gerade den Winkel hier eben berechnen. Und zwar können wir das Ganze nämlich umstellen, und zwar indem wir durch AB und AD teilen und erhalten dann eben gerade das Skalarprodukt aus AB mal AD geteilt durch den Betrag von AB mal den Betrag von AD ist gleich der Kosinus aus Phi, und damit können wir jetzt eben den Kosinus aus Phi, beziehungsweise dann letztendlich auch den Winkel Phi ausrechnen. Dazu brauchen wir jetzt erstmal die beiden Vektoren AB und AD, aber die sind schnell berechnet, und zwar können wir dafür einfach wieder die Ortsvektoren voneinander abziehen. Das heißt, um den Vektor AB zu berechnen, ziehen wir den Ortsvektor A vom Ortsvektor B ab. Das heißt, gerade hier minus 1, minus 1 sind dann wieder minus 2, minus 2, minus 2 sind minus 4 und so weiter und so fort. Hatten wir im vorherigen Video ja schon gesehen. Gleiches machen wir für den Vektor AD. Das heißt, da ziehen wir den Ortsvektor von A vom Ortsvektor von D ab und kommen dann eben auf diesen Verbindungsvektor. Und jetzt brauchen wir diese beiden eben einfach nur noch in diese Gleichung einzusetzen. Und zwar berechnen wir zum einen erstmal das Skalarprodukt zwischen dem Vektor AB und dem Vektor AD. Da kommen wir auf Folgendes. Und zwar, wenn wir hier das Skalarprodukt aus beiden Vektoren ausrechnen, dann müssen wir die beiden ja komponentenweise multiplizieren und dann eben die einzelnen Komponenten addieren. Das heißt, wir haben hier gerade minus 1 mal minus 2 ist gleich 2, minus 2 mal minus 4 sind gerade 8. Und minus 4 mal minus 1 sind gerade 4. Und insgesamt gibt das Ganze eben gerade gleich 14. Und jetzt brauchen wir eben noch die Beträge von den beiden Vektoren. Das heißt, wir berechnen einmal den Betrag vom Vektor AB. Das ist dann gerade die Quadratwurzel aus den einzelnen Komponenten zum Quadrat. Also 2 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. Jetzt wundert euch nicht, warum ich hier die Vorzeichen weggelassen habe. Und zwar verschwinden die durchs Quadrieren, nämlich so oder so. Von daher kann ich mir die auch gleich sparen. Sieht dann etwas übersichtlicher aus. Und dann sehe ich eben, dass der Vektor AB gerade einen Betrag oder eben eine Länge von Wurzel 21 hat. Das gleiche kann ich für den Vektor AD machen und werde feststellen, oho, das ist tatsächlich sogar genau der gleiche Betrag. Wir sehen es auch, die Komponenten sind an sich genau gleich, nur dass sie eben an verschiedenen Stellen stehen. Das heißt, wir haben hier die gleichen Zahlen drinnen, nur eben an verschiedenen Stellen, aber das macht ja keinen Unterschied. Und das heißt, wir erhalten auch hier eine Länge von Wurzel 21 oder eben einen Betrag von Wurzel 21. So. Und jetzt brauchen wir das eben hier oben nur noch in diese Formel einzusetzen. Das heißt, wir setzen für unser Skalarprodukt hier oben den Wert 14 rein, den wir rausbekommen haben, und für die beiden Beträge eben gerade die Quadratwurzel aus 21. Und dann haben wir eben gerade 14 geteilt durch Wurzel 21 mal Wurzel 21 ist gleich der Kosinus aus Phi. Naja gut, Wurzel aus 21 mal Wurzel aus 21 ist das gleiche wie Wurzel 21 zum Quadrat, und das ist wiederum das gleiche wie 21. Das heißt, ich kann das auch schreiben als 14 geteilt durch 21 ist gleich der Kosinus aus Phi. Und jetzt brauchen wir hiervon nur noch die Umkehrfunktion des Kosinuses zu nehmen. Und dann bekommen wir eben gerade den Winkel Phi. Das heißt, wir verwenden jetzt hier den Arkoskosinus, um auf den Winkel Phi zu kommen, und erhalten dann für den Winkel Phi gerade 48,19 Grad. Und damit wäre auch schon diese Teilaufgabe erledigt. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Teilaufgabe. Und ich hoffe, du bist dann auch noch dabei. Bis gleich.